Timeline Shift Kurs Teil 2, Transformations- und Schattenarbeit, hatten wir vorhin eingeblendet gehabt. Was bedeutet das, Transformations- und Schattenarbeit? Ich würde mal bei der Schattenarbeit anfangen, weil da hat ja Doris brav reingeschrieben, das ist so das, was man sich drunter vorstellt, wenn man von Schatten spricht, dass man mit Dämonen arbeitet. Eigentlich meine ich damit was anderes. Ich würde hier einmal, auch wenn es nicht ganz so viel Metaphysik ist im Vergleich zu dem letzten Kurs, mal hier in die Metaphysik der Seele gehen. Dunkelheit ist nicht böse. Separation ist das wahre Böse hier auf der Erde. Separation. Die Seele selber existiert immer in beidem, Licht und Schatten, Dunkelheit und Licht. Und buchstäblich ist alles, was in die Kreation, alles, was in die Materialität übergeht, manifestiertes Licht. Das heißt, hier, der Körper ist manifestiertes Licht. Dunkelheit ist das, was auch manifestiert ist, aber nicht im sichtbaren Bereich ist. Dunkle Materie kann man auch sagen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Dunkle Materie? Dunkle Materie ist ja die haltende Energie im Kosmos. Dunkle Materie ist das, was ja die materielle Welt formt, was die Atome und die Moleküle zusammenhält. Und dunkle Materie fangen jetzt die Quantenphysiker ganz langsam hier auf der Erde an zu verstehen, was dunkle Materie ist oder auch dunkle Energie. Der allergrößte Teil des Kosmos besteht aus dunkler Energie. Das kann nicht böse sein, sonst wäre der Kosmos voll mit Dämonen. Glaubt mir, so viele Dämonen kann es gar nicht geben, wie es dunkle Energie gibt. Dunkle Energie ist buchstäblich Licht außerhalb des Frequenzspektrums, in dem ich mich befinde. Heißt, ihr, auch wenn ihr hier eine gesamte Realität habt, wenn ihr hier einen Körper habt, der für euch sehr solide ist, den ihr hier anfassen könnt, und wenn man den haut oder zwickt, ist es dann doch sehr realistisch, ist das nur ein klitzekleiner Aspekt, ganz, ganz wenig, ein kleiner Prozentsatz von der materiellen Welt. Auch wenn alles, was ihr seht, fühlt und wahrnehmen könnt, der größte Prozentsatz eurer Realität ist, eurer Wahrnehmung ist, ist es für die Seele nur ein ganz klitzekleiner Teil. Und all das, was ihr hier nicht wahrnehmen könnt in eurer Realität, ist dunkle Materie und dunkle Energie. Das heißt auch umgedreht, ein bisschen anders ausgedrückt, ist die Schattenarbeit die Arbeit mit der dunklen Materie und der dunklen Energie, mit dem, was die Seele manifestiert hat in Licht, aber für den Menschen ungesehen ist. Habe ich das soweit erklären können, dass es verstanden wurde? Okay. Schattenarbeit bedeutet das Arbeiten auch übersetzt mit den Potenzialen, das ihr seid. Das Arbeiten mit den Potenzialen, die ihr nicht sehen könnt, die ihr nicht greifen könnt. Und hier kommt der Clou. Ich fühle sie aber. Ich fühle die Potenziale, die aktiv sind, die manifest sind, aber die für mich nicht sichtbar sind. Und wie mache ich Potenziale, die manifestiert sind, die aktiv sind, für mich nicht sichtbar sind, sichtbar? Ich gehe in mein Herz und fühle sie. Und wenn ich ein gutes, aktives drittes Auge habe, kann ich sie auch über das dritte Auge erfahren, wahrnehmen und sehen. Aber das ist kein Muss. Es geht hier einfach um das Fühlen. Das heißt, die Arbeit mit dem Schatten ist das Arbeiten mit parallelen Versionen von euch, parallelen Leben von euch. Warum sage ich parallel? Ihr habt ja das letzte Mal in dem Kurs, ich wollte schon gestern sagen, es fühlt sich an wie gestern, oder? Im letzten Kurs, da hatten wir darüber gesprochen, dass Zeit linear nicht existiert, sondern dass Linearität ein Konstrukt des limitierten Verstandes ist, der sich von Momentum zu Momentum bewegt und dessen Verstand Logik aus der Abfolge von Momenten macht. Daraus entsteht Linearität. Aber Zeit ist Bewusstsein und Zeit ist schlicht und ergreifend nicht linear, sondern es sind viele unzählige Momente, durch die sich das Bewusstsein bewegt. Und eigentlich ist auch das nicht korrekt, weil wahrhaftig ist es so, dass Momente sich durch Bewusstsein bewegen. Aber um jetzt hier keinen Knoten in den Kopf zu kriegen, möchte ich, dass es, ihr habt es jetzt mal gehört, für euch, für die Arbeit wichtig, der Mensch bewegt sich. Ja, das heißt, ihr habt die Kontrolle, ihr könnt etwas kontrollieren. Deswegen bleiben wir erstmal dabei. Weil wenn jetzt hier der Kontrollfaktor fehlt, dann kriegen wir einen dicken, fetten Knoten und dann kommen wir nicht weiter.
Nur ich möchte, dass ihr davon gehört habt, weil irgendwann mal werde ich auch davon reden, dass sich Zeit, Momente, Raum durch Bewusstsein bewegen, durch den Körper bewegen und dadurch Erfahrungen entstehen. Für jetzt, für die Arbeit mit Zeit und mit Momenten ist es erfahrungsgemäß zu Beginn leichter zu wissen, ihr bewegt euch. Weil für die Arbeit mit dem Schatten und mit den Transformationsprozessen und auch mit dem Keycode ist es so, dass ihr euer Bewusstsein bewegt. Ihr hangelt euch wie Tarzan an den verschiedenen Lianen hinweg, bis ihr auf dem Bäumlein seid, auf das ihr gerne sein möchtet. Deswegen, ihr bewegt euch. Okay? Wieder Fokus. Ich muss immer gucken, dass ich wieder zurückkomme, dass ich nicht zu weit ausdehne. Gut, wir arbeiten also mit dunkler Materie, mit dunkler Energie, also mit den Schatten, die parallel existieren, die aber nicht vom Menschen gesehen und wahrgenommen werden können, mit parallelen Leben. Und buchstäblich ist es so, dass die menschliche Erfahrung geprägt dadurch ist, dass parallele Leben in die Ko-Kreation gehen des menschlichen Verstandes. Warum ist das so? Die Seele hat viele, viele Inkarnationen innerhalb dieser Galaxie und vieler anderer Galaxien. Und diese Milchstraße ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wer einmal ein bisschen Hubble-Teleskop geguckt hat, Milliarden Galaxien, wo das Auge hinreicht, besser gesagt, wo das Teleskop hinreicht und jede Galaxie, unzählige Solarsysteme, unzählige Sternensysteme und permanent werden neue geboren. Überall dort sind Inkarnationen von euch. Und der Mensch von der Dimension her befindet sich relativ in einer niedrigen Dimension, heißt in einem limitierten Spektrum des Bewusstseins. Buchstäblich ist es trotzdem so, dass die Seele weiterhin die Erfahrungen auf den anderen parallelen Inkarnationen, Sternensystemen und Cluster macht. Aber weil das Bewusstsein des Menschen so limitiert und so fokussiert ist, kann man sagen, ist hier die Ko-Kreation von all den anderen parallelen Leben am allerstärksten. Mal gucken. Thomas, hast du Probleme mit der Verbindung oder alles okay? Du bist gerade zweimal rausgeflogen. Die Ko-Kreation ist hier am stärksten, weil hier der Fokus am stärksten ist und weil mir hier nicht so stark bewusst ist, dass ich viele andere Leben parallel habe. Wenn ich zum Beispiel in 5D bin, bin ich mir bewusst mindestens mal von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parallelen Leben, die jetzt in dem Moment stattfinden. Ich fühle also mein Mehrsein. Je höher das Bewusstsein wird, umso mehr weiß ich von mir, was jetzt genau in dem Moment wieder stattfindet. Dadurch, dass der Mensch aber von der Wahrnehmung so limitiert ist und in der Regel nur sich wahrnimmt, wenn überhaupt weiß, es gibt ein vergangenes Leben, aber erstmal davon ausgeht, nur auf der Erde gewesen zu sein, erfolgt in der Metaphysik die Ko-Kreation auf simpelste Art und Weise von all den anderen parallelen Leben, ohne dass die parallelen Leben bewussten Einfluss in der Ko-Kreation haben, die der Mensch wahrnehmen kann. Das heißt, es arbeitet durch den Menschen hindurch und der Mensch kann gefiltert in die Erfahrung gehen und kann die Erfahrungen neu sortieren und ein neues Bild daraus machen, ohne die Erfahrungsimprints von den ko-kreierenden Leben als Effekt in seinem Verstand zu haben. Kommt ihr mit, was ich sage? Kommt ihr hier mit, was ich meine? Dadurch, dass ihr hier nicht wisst, was mit ko-kreiert, seid ihr wie blanke Papiere. Ihr habt nicht die Gedanken, die von den parallelen Leben hier mit reingehen und damit die vorgefertigten eventuellen Lösungswege. Und deswegen ist diese Inkarnation als Mensch so besonders, weil so viel rausgefiltert ist, dass ihr hier neue Erfahrungen machen könnt aus alten Erfahrungen oder bereits bestehenden Erfahrungen und dadurch Lösungen bekommen, die ihr nicht bekommen könntet, würdet ihr euch an all das jetzt in dem Moment erinnern, wie die anderen, die das kreiert haben, machen würden. Okay? Als Mensch habt ihr damit die große Position, nicht nur euch zu heilen, sondern parallele Leben zu heilen. Und auch wenn ich jetzt hier von 5, 6 in 5D gesprochen habe, dehnt das mal bitte aus in das multidimensionale Bewusstsein, dehnt das mal aus in all die dunkle Materie, in all die dunkle Energie, all die Milliarden, Trillionen von Inkarnationen, die ihr habt, die hier
jeden Tag, jedes Momentum mit kreieren, während ihr euch hier relativ limitiert durchbewegt und die Dinge mal komplett anders macht, weil ihr euch nicht erinnert, was ihr sonst macht. Und was machen wir, wenn wir uns in einer Realität wiederfinden, in Co-Kreation mit der dunklen Materie, mit der dunklen Energie, mit unseren Schatten? Wir arbeiten damit. Und am besten können wir das tun, wenn wir das bewusst aus der Position tun, die wir sind als Mensch. Und was kann der Mensch am allerbesten? Er kann fühlen, wie die Qualität seiner Realität ist, ohne mental zu werden, ohne zu suchen, wo liegt die Ursache. Es geht nicht um die Ursache, es geht darum, eine Kreation zu fühlen, zu spüren und damit zu arbeiten. Ich gucke gerade mal in die Frage, was muss dann höherdimensionalen Inkarnationen geheilt werden? Glaube mir, höherdimensionale Inkarnationen sind die Ursache, besser gesagt, sind höherdimensionale, okay, ich versuch's. Bringt mich bitte wieder zurück, wenn ich jetzt zu weit weggehe. Die materielle Welt hat ihren Ursprung in circa 8., 7. Dimension des Bewusstseins. Alle anderen Inkarnationen tauchen mehr und mehr in die Tiefe ab. Ja, also du tauchst sehr tief in die Inkarnationen ab. Aber alles existiert bereits. Je tiefer die Dimension ist, umso mehr Detail in der Tiefe hast du, umso an die Wurzeln kommst du von Problemen und Ursachen. Nur weil in den höheren Dimensionen die Ursachen nicht so massiv sind, wie sie auf der Erde runtergefiltert wären, heißt das nicht, dass da oben keine Probleme sind. Nur da oben sind Probleme wischiwaschi, da oben kann ich sie ignorieren, da oben sind sie nicht ganz manifest, aber sie werden zum Problem, wenn ich ganz tief in den Fokus abtauche. Und das ist das, was du als Mensch machst. Hier als Mensch nimmst du gefiltert von all den anderen Inkarnationen, gefiltert von den Meinungen, die deine Seele in den höheren Ebenen hat, ungefiltert die Ursache der Probleme war in Form von Glaubenssätzen, Gedanken und Strukturen. Nur weil es hier stärker ist, heißt es nicht, dass es in sanfter Version in den höheren Ebenen nicht existiert. Wären die höheren Ebenen komplett klar und rein in Licht und Liebe, wären sie nicht von der Quelle getrennt. So einfach ist das. Oder? No, und das, was der Mensch macht hier, ist, er taucht tief ab, filtert all das raus, was die Seele sonst glaubt zu wissen und findet hier nicht nur die Ursachen, sondern auch die Lösungen. Und die Arbeit mit den Schatten, jetzt kommen wir wieder zurück, wo wir aufgehört haben. Die Arbeit mit den Schatten ist das tiefe Fühlen der Kreation, der Realität, in der ich mich befinde. Und zwar von allen Seiten durchleuchtet. Ich sitze mit meinen Gefühlen und ich reflektiere meine Realität. Ich suche nicht nach Problemen. Ich suche nicht erstmal nach Lösungen. Ich sitze wirklich nur und fühle und schaue mir an, was habe ich hier überhaupt kreiert. Mehr müsst ihr nicht tun. Nicht in parallele Leben gehen, nicht in die schamanischen Reisen gehen und irgendwas auflösen und transformieren, sondern erstmal Status quo. Erstmal anschauen, anfühlen, durchfühlen. Wie ist die Qualität dieser Inkarnation, dieser Kreation, dieser Situation oder dieses Momentum, in dem ich mich befinde? So, dann fühle ich das. Und während ich fühle, ohne es verändern zu wollen, versuche ich einen Nullpunkt Widerstand auszulösen. Heißt, ich versuche es nicht, wirklich nicht wegzumachen. Ganz, ganz wichtig, wenn ich im Widerstand bin, wenn ich in der Verurteilung bin, wenn ich es tue, um es zu transformieren, wenn ich es loshaben will, bin ich nicht im Einklang mit meiner Kreation, dann sage ich Nein zu meiner Kreation. Was ich hier meine in der Arbeit mit dem Schatten ist erstmal Status quo. Komplett wahrzunehmen, wie es ist, ohne es verändern zu wollen. Sitzen damit, atmen damit, fühlen. Ein großes, dickes Ja sagen zu dem, was hier existiert, weil es ist eine Co-Kreation von euch, aus allen Ebenen des Bewusstseins und ihr seid hier drin. So, und wenn ihr das alles zugelassen habt, wenn ihr Ja sagen könnt dazu, dann als nächster Schritt könnt ihr schauen, was hat das Ganze manifestiert? Welcher Gedanke, welche Illusion, welcher Glaubenssatz hat diese Realität erschaffen, hat diese Realität prägnant werden lassen.
Und wenn wir hier einen Glaubenssatz finden von wegen, ich bin nicht genug oder die anderen sind scheiße oder ich kann es ja eh nicht schaffen oder, was so an Glaubenssätzen in dem Verstand herumwiegeln, dann kommt der schlagende Moment, wo ihr sagen dürft, nie wieder. Nie wieder. Es reicht. Aber ihr könnt nur an den Punkt kommen, wo ihr sagt, es reicht, wenn ihr einmal Ja gesagt habt und diese gesamte Realität reflektiert habt. Die gesamte Kreation wie ein Qualitätsprüfer geprüft hat. Prüft die Kreation, die Qualität eurer Kreation wie ein Gourmet, der gerade einen Wein testet. Den teuersten Wein der Welt, ja, ob er schmeckt oder nicht.